Savvy-Check. Ich bekomme oft die Frage, ob wir die Frauen irgendwie kontrollieren. Genauso wie die Herren. Wir überprüfen die Dokumente von den Frauen, das heißt der Pass. Der russische Pass in der Hinsicht ist wirklich super Geschichte. In dem russischen Pass können Sie finden, ob die Frau verheiratet ist oder geschieden, wenn geschieden, ab wann. In dem russischen Pass können Sie finden die Kinder. Die Kinder sind alle aufgelistet. In dem russischen Pass können Sie auch die Adresse finden, wo die Frau polizeilich angemeldet ist. Also der russische Pass ist wirklich, wirklich so eine Schatztruhe von Informationen. Und solche Unterlagen prüfen wir natürlich durch. Wir organisieren sehr viele Online-Webinare und Meetings mit den Frauen, also die Frauen lernen die Sprache zusammen. Zum Beispiel italienische Gruppe hat vor kurzem angefangen und diese Woche kommt auch die deutsche Gruppe auf die Reihe. Das bedeutet, bei uns Frauen sind nicht die Kundinnen zur Vermittlung, sondern das ist auch ein bisschen Frauengruppe. Wir haben viele Gruppen für die Damen in WhatsApp, in Telegram, auf Facebook. Das heißt, wir versuchen mit unseren Frauen ganz aktiv zu kommunizieren, wie als Team, damit die Frauen Beratung bekommen und damit wir die Frauen besser kennenlernen. Also zum Glück haben wir alle gutes Gedächtnis und wir wissen, was welche Frauen schreiben und wenn die Frau sich komisch benimmt, dann fliegt sie aus der Agentur raus. Wir haben auch Vertretungen in verschiedenen Städten, in St. Petersburg, in Moskau, in Kiew, also in St. Petersburg, das ist unser Büro, aber sonst in Moskau, in Grodno, in Minsk, in Kiew, in Poltawa, in Winnice, in Rovno, in Saporosche. Das sind die Vertretungen, die unabhängigen Agenturen, die Frauen persönlich kennen. Das heißt, es wird da auch bestimmte Kontrolle durchgeführt. Und wenn die Frau sich irgendwie ganz komisch benimmt, dann fliegt sie aus der Agentur raus. Sie können wirklich sicher sein, dass ich seltsame Figuren bei mir in der Agentur nicht toleriere. Aber manche Herren haben irgendwie die Erwartung, dass wir die Frauen wirklich wie in der Polizei kontrollieren, dass wir die Frauen zu Hause besuchen, dass wir wirklich ständig die Frauen beobachten, ob die Frau wirklich keinen Mann datet oder sonst was. Das machen wir natürlich nicht. Bei uns registrieren sich etwa 5 bis 10 Frauen jeden Tag. Und wenn wir die Frauen besuchen, wenn wir persönliche Interviews mit allen Frauen durchführen, dann hätten wir wirklich keine Zeit für was anderes. Das heißt, die Unterlagen prüfen wir. Wir versuchen, die Frauen so oft wie möglich bei verschiedenen Online-Veranstaltungen zu treffen. Wir versuchen, die Frauen durch die Kommunikation in den Frauengruppen kennenzulernen. Wir haben die Vertretungen vor Ort, die diese Damen kennen. Also auf solche Art und Weise versuchen wir, unsere Damen so gut wie möglich kennenzulernen. Aber Polizeikontrolle, Besuch zu Hause und so weiter und so fort, das machen wir natürlich nicht. Genauso wie bei Ihnen.